Okidoki. Es geht los. Wir fahren jetzt erstmal zum Treffpunkt. Ich habe übrigens lange keinen Videovlog mehr gemacht. Also ich weiß nicht, die mir auf Instagram folgen oder auf Facebook, die haben bestimmt mitbekommen, dass mein Papa leider verstorben ist vor einiger Zeit. Und also noch nicht ganz so lange her. Jetzt zu diesem Zeitpunkt 4 Monate. Und ich hatte dann einfach irgendwie so viel mit mir selbst zu tun in diesen letzten Monaten, dass ich einfach daran nicht gedacht habe. Ich bin zwar Motorrad gefahren, aber gevloggt, also das Gefühl, dass ich jetzt Lust habe zu vloggen, hatte ich nicht. Und dazu kommt aber die gute Nachricht, dass Tjalda und ich ein Baby erwarten. Und das kommt im November. Und das kam alles so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Oh, Kamera ist schief. So, wir fahren zum Treffpunkt. Und zwar, wie gesagt, holen wir da noch 2, 3 Leute ab. Und dann fahren wir, ich versuche mal die anderen zu überreden, dass wir über die Autobahn dann nach Hattingen fahren, damit wir schnell da sind. Ich habe lange keinen Vlog mehr gemacht. Das lag oder liegt vor allen Dingen daran, vor 4 Monaten ist mein Papa verstorben, ganz urplötzlich. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und da hatte ich einfach wirklich einfach keine Energie und auch keine Lust, irgendwelche Vlogs zu machen, tatsächlich. Und ja, also das war wirklich krass. Und dazu kommt die gute Nachricht, dass, und das haben wir fast zum gleichen Zeitpunkt dann mitbekommen, Tjalda und ich werden Eltern, das heißt, ich werde Papi, Tjalda wird Mami, Mamacita. Und das kam alles so zum gleichen Zeitpunkt. Also ich habe meinem Papa gesagt, dass er Opa wird, und 2 Wochen später ist er dann verstorben. Und diese ganze Situation hat mir so krass, wie soll man das sagen, zugesetzt. Ich hatte einfach keine Lust, ich habe keine Musik gemacht in der Zwischenzeit. Natürlich nur meine Auftritte so. Die habe ich schon, die meisten davon habe ich schon gemacht, aber einfach so keine Lust gehabt, ins Tonstudio zu gehen oder Lust gehabt, Vlogs zu machen. Ja, und heute ist das Ruhrpott-Meeting in Hattingen, also ein besonderer Anlass. Da werden wir jetzt auf jeden Fall hinfahren. So, Treffpunkt heute. Das geilste Fitnessstudio der Welt. Oder zumindest von Dortmund. Also einmal hier unser nicer Treffpunkt. Oh, da sind noch ein paar andere Leute hier. Alright. Also das sieht aus wie Breakout auf jeden Fall. Weißt du, Breakout? Die gehört vielleicht Arthur. Boah, das ist natürlich hier, die schwarze Maschine ist natürlich nice. Ah, ich habe vergessen, wie die heißt. Also bin ich doof? Das Lowrider S natürlich, genau. Lowrider S. So, alle sind am Start. Wir haben Peter. Wir haben noch 2 andere Jungs, die mitkommen. Olli ist am Start. Ich mache aber den Road Captain. Ja. Das heißt, von den Maschinen während der Fahrt sehen wir jetzt nicht so viel. So, wir sind drin. So, jetzt war das... ein paar Leute hatten jetzt bei uns in der Gruppe kein Armband und konnten nicht aufs Gelände. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt genau läuft. Peter wird mit seiner Maschine gleich nachkommen. Und ich suche jetzt hier einen Parkplatz. Also man kommt auch kaum noch rein. Es ist wirklich extrem voll, sehe ich gerade. Und wir müssen halt einen Platz finden, wo wir das Bike platzieren können. Okay.
paar Prospects vor uns. Von welchem Club, weiß ich nicht. So, rückwärts einparken beim Harley-Event. Ist das heiß? Alright, man. So. Herzlich willkommen in Hattingen. So, ich baue jetzt einmal kurz mein Equipment um. Das ist jetzt, zum Glück bin ich mit dem Bike aufs Gelände gefahren, weil sonst hätte ich mein ganzes Equipment gar nicht dabei. Weil ich muss jetzt einmal die Kamera umbauen und dann nehme ich euch mit. So sieht's hier aus. Kommen immer mehr und mehr Biker hier an. So viele geile Bikes. So, okay. Ey, ihr seht, was hier los ist. Es ist wirklich richtig krass. Hier ist wirklich, kommt ein Bike nach dem anderen kommt gerade an. Ich hätte nicht gedacht, dass es so voll ist. Oh, guck mal, hier ist noch ein Harley-Davidson Truck. Ich muss noch ein Video machen zu meinem Harley-Davidson Truck auf jeden Fall. So, ich muss jetzt einmal kurz die Leute wieder zusammensuchen, unsere Gruppe. Also ich will nur sagen, als Road Captain habe ich heute absolut versagt. Wirklich. Richtig schlecht, Mann. Peter, what's up? Fantastisch hier. Fantastisch. Ja, Mann, wir gehen jetzt mal ein bisschen gucken, suchen noch ein paar Bekannte von uns und wir suchen auch unsere Freunde von Harley Pfeiffer. Wo habt ihr euren Stand? Ich suche euch. Driving on the highway, enjoying on the fireplay. God is great, this country is all I need. As far as I will take me, all I need to feel free. A truck straight road and a good old song to sing. I got everything I need. Oh, oh. So, der geilste Harley-Davidson-Händler von ganz, was sagen wir denn, ganz, nehmen wir mal den geilsten Harley-Davidson-Händler der Welt. Der geilste Harley Sänger Pfeiffer. Und geilste Harley-Händler. Hey, was geht? Alles gut? Sorry, du bist on camera. Oh, ich filme schlecht. Hey Leute! Das ist der Herr, der mir immer so viele teure Sachen verkauft. So ist es, der Mann der Träume. Ja, auf jeden Fall. Letzte war ein Tanklift, habe ich noch nicht drüber gesprochen, aber das war noch relativ vergleichsweise günstig. Ne? Das war günstig für dich, ne? So, heute gucken wir mal, ich brauche Babyklamotten tatsächlich. Guck ich mal gleich. Für meinen besten Freund, der ist Papa geworden. Und vielleicht noch. Die neue Nightstar. Werden wir auf jeden Fall auch noch ein Video von machen. Ist ein leichter Preisanstieg zur alten Sportster. Iron, aber das Bike ist wirklich schön. Ich finde es wirklich gelungen. Klamotten! Juhu! Kian! Das ist für dich! Mit Dings! Gangster-Cap! Kommt sie alle da? Alle wegfahren! Ist tatsächlich so, die sind schon, also meine, die Jungs, mit denen ich gekommen bin, sind jetzt schon wieder gefahren. Ja, es ist auch heiß hier. Es ist heiß hier. Es gibt kaum Schatten, das stimmt schon. Also, aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen bleiben. Vor allem, es gibt wirklich sehr, sehr coole Stände hier. Das ist wirklich sehr interessant, wirklich. Also, ich kann euch nur empfehlen, im nächsten Jahr kommt mal. Oh, geile Kulisse hier. Im nächsten Jahr kommt auf jeden Fall mal vorbei. Auch wenn ihr eine weitere Anreise habt.
hier im Ruhrgebiet findet man so viele günstige, sehr, sehr gute Hotels. Ich guck mal noch ein bisschen, wen ich hier treffe, was ich hier sehe, was hier so abgeht. Das ist eine richtig fette Maschine. Truck straight road and a good old song to sing. I got everything I need. Oh, oh. Sean ist regelmäßig auch mit uns unterwegs. Der war hier mit einer anderen Band jetzt gerade auf der Bühne. Krasser Typ! Krasser Gitarrist, ohne Scheiß. Also wirklich. Ich bin auch langsam durch. Ich glaube, ich mache gleich einen Abflug. Verziehe mich nach Dortmund. Guck mal, hier nochmal einmal Masos neue Maschine. Gerade abgeholt und schon so dreckig, ne? Übel, Digga. Meine sieht genauso aus. Ich hab die komplett falsch geparkt. Guck dir das mal an. Ist eigentlich nicht gut, aber... Aber kannst du den Namen jetzt schon mal draufschreiben, oder? So, wasch mich. Hier. Hör auf. Du weißt, was das für Katze macht. Ich sag den Namen jetzt. Das ist gar nichts. Okay. Nee, das ist gar nichts. Was ist das denn? Ich hab die vorgestern abgeholt. Ach, dann kommst du. Keine 48 Stunden hat sie gehalten. Cool. Ich hab meine gestern gewaschen. Dann so Anti-Kratzer, original Harley-Davidson-Politur drauf gemacht und die Wachspolitur. Und meine sieht jetzt... Jetzt spritzt eine ein bisschen ab und dann ist wieder fresh. Ich weiß nicht, Mann. Auf jeden Fall sieht meine jetzt genauso aus wie deine gerade. Heute ist Sonntag, ich kann die auch nicht abspritzen. Nee, kannst nicht machen. Aber vielleicht fliegt das weg auf dem Weg zurück. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall Gratulation zur neuen Maschine. Danke, erstmal danke. So, ne? Ja, sehr geiles Bike. So, ich mach einen Abflug jetzt. Ich fahr. Okay. War nice, ich kriege das auch. Ja, Mann, dich auch? Ja, persönlich. Nicht immer nur online, ne? Lass auf jeden Fall mal eine Runde drehen zusammen. Machen wir, ne? Also, wir haben gerade beschlossen, wir machen auf jeden Fall mal eine Runde zusammen. Safe. Entweder wenn er hier bei uns nochmal im Ruhrpott ist. Oder wenn ich du mal unterwegs bist. Genau, auf jeden Fall. Dann mit der neuen Maschine, mit der Don Performance. Wir haben Stage 2, Stage 1, Stage 3. Maximal 2. Ja, okay. Okay, Mann, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao, ciao. So, okay. Oh, guck mal, wen ich hier getroffen habe. Guck mal, der arme Mann. Der darf nicht stehen. Also, ja, sicher. Ja. Der Mann hat sich richtig verletzt beim Fahren, ne? Aber hast du zum Glück überlebt, Alter. Bin ich sehr, sehr froh. Ich hab's überlebt, ja. Ey, ohne Scheiß, Mann. Das war. Die Bilder habe ich gesehen. Es ist nur das Bein kaputt. Und das Bike ist kaputt, ne? Ja, das Bike ist kaputt. Das habe ich dann als Totalschaden abgegeben, quasi. Ja, mein Finger hat's getroffen, der war gebrochen. Scheiße, Alter. Mein Schienbein, mein Außenknöchel, mein Sprungbein, das dauert noch ein paar Wochen, ein paar Monate, bis ich wieder fit werde. Ey, da kannst du mal sehen, wie wichtig es ist, dass man... Schutzkleidung, Leute. Meinst du? Ja, hört sich voll uncool an, aber glaubt es mir, das ist das Wichtigste überhaupt. Zumindest so die Basics, empfehle ich auf jeden Fall. Was wir machen, ist gefährlich, ohne Scheiß. Manchmal denkt man nicht drüber nach, aber es ist gefährlich. Stimmt. Und ich bin froh, dass du auf jeden Fall alles überstanden hast, Alter. So. Ein paar richtig gute Freunde getroffen. Freue mich auch, dass ich Yesin getroffen habe. Yesin ist der gerade im Rollstuhl saß. Der hat vor kurzem echt einen üblen Unfall gehabt. Mit ganz viel Glück. Mit ganz viel Glück hat er den Unfall überstanden. Nur einem gebrochenen Bein, wobei das schon schlimm genug. Und er ist nach seiner Aussage ganz normal gefahren. Das zeigt, wie
Das zeigt, wie gefährlich das ist. Also ich werde jetzt, ich habe gerade noch über Masos Maschine mich lustig gemacht. Ja, hier kommt die Staubwolke. Meine sieht nicht viel besser aus. Gestern alles sauber gemacht, ey. Und jetzt so eine dreckige Maschine. Mal gucken, wenn ich zu Hause bin, werde ich die vielleicht einmal abspritzen. Also wenn ich zu Hause bin, spritzt ihr vielleicht einmal mit dem Hochdruckreiniger ab. Weil so kann ich die nicht wieder in die Garage stellen. So, ich fahre jetzt nach Hause. Ich filme die Heimfahrt nicht mehr, sondern fahre einfach. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe oder beim nächsten Musikvideo. Checkt auf jeden Fall hier noch mein Musikvideo ab. Das ist auf jeden Fall wichtig. Highway, sehr, sehr geiler Song. See you next time!